Jesus nahm allen Hass, Rassismus und alle weiteren Feindschaften und Gräben zwischen Menschen auf sich, damit du ein Glied an seinem Leib wirst und dieser durch tiefe Einheit Autorität auf der Erde ausüben kann. Hallo, ich bin die Heike und ich bin Zeuge dafür, dass Jesus den Graben zwischen Mitarbeitern und Leiterschaft entfernt. Das habe ich wirklich am eigenen Leib erlebt. Nach einigen Monaten, wo ich Mitarbeiterin war bei Kingdom Impact, habe ich das im Kopf gewusst, dass Gott den Graben zwischen Gemeinde und Leiterschaft entfernt. Aber erlebt habe ich es komplett anders im Umgang mit Moni, mit unserer Leiterin. Auf der einen Seite wollte ich natürlich gerne wahrgenommen, wertgeschätzt werden und gesehen werden. Auf der anderen Seite habe ich mich gerne unsichtbar gemacht, wollte nicht gesehen werden, damit ich tun und lassen kann, was ich möchte. Ich wollte in der Menge verschwinden, um von unserer Leiterin Moni nicht gesehen zu werden. Ich bin dann auf die Moni zugegangen und habe sie gefragt, was ich denn tun soll, damit dieser Graben entfernt wird. Soll ich proklamieren? Soll ich beten? Soll ich fasten? Und sie hat gesagt, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz diesen Graben schon entfernt hat und der gar nicht mehr existiert. Und als sie das gesagt hat, habe ich das sofort gesehen, dass ich über diesen zugeschütteten Graben laufe und es gar keinen mehr gibt. Und nachdem ich diese Offenbarung gekriegt habe, nachdem ich diese Offenbarung hatte, war wirklich Umdenken sehr leicht möglich. Ich habe manchmal noch nach einem alten Muster reagiert, aber ich konnte dann schnell umswitchen und habe so einen natürlichen Umgang gehabt mit Moni, was ganz toll war. Geholfen hat mir wirklich dieser Vergleich mit einem Tanz. Es macht Freude, zu tanzen. Es macht Freude für den Leiter, mit jemandem zu tanzen, der sich führen lässt. Und es macht Freude für mich, die sich leiten lässt, geleitet zu werden in der Musik des Heiligen Geistes. Und wirklich noch viel tiefer ging diese Offenbarung, als Gott zu mir gesagt hat, dass ich im Umgang mit Leiterschaft auch merke, wie ich mit ihm umgehe. Ich mache mich in manchen Bereichen tatsächlich vor Gott gerne unsichtbar, damit ich tun und lassen kann, was ich möchte. Weil er mich nicht sieht, kann er mir nicht reinreden. Und andererseits möchte ich von Gott gesehen, wertgeschätzt und wahrgenommen werden. Und das hat mich echt schockiert. Wie sehr möchte ich doch, dass mein Leben hingegeben ist, dass jeder Bereich meines Lebens Gott gehört. Aber wenn ich mich unsichtbar mache, dann kann er mir ja nicht reinreden. Es gab wirklich Bereiche in meinem Leben, die habe ich bewusst mit Gott nicht besprochen, damit ich meine eigenen Ideen umsetzen konnte. Und das habe ich gemerkt, geht wirklich gar nicht. Und da soll es keinen Graben mehr geben, vor dem ich mich sogar geschützt fühle, damit Gott mir nicht zu nahe kommt. Das ist ein Widerspruch. In Christus will ich eins sein mit ihm und bin ich eins mit ihm und mit Leiterschaft. Und dann ist wirklich ein fröhlicher Lebenstanz möglich. Und ich lade dich ein, mitzutanzen, weil Jesus hat es am Kreuz erkauft.